Das ist so, wie wenn man vom PlayStation-Controller auf den Xbox-Controller geht. Alle sagen, man bricht sich die Finger, aber ganz ehrlich, irgendwann klappt das. Hi und herzlich willkommen auf dem Spinfast-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Einstieg ins FPV-Hobby ist oft nicht ganz billig. Jetzt kommt endlich Bewegung auf den Markt. Wir testen heute die neue Beta-FPV Lite 2 Funke. Ein Gerät für unter 40 Euro, mit dem ihr sofort loslegen könnt, eure Kopter fliegen, Simulator fliegen, was ihr sonst noch alles erwarten könnt, heute in diesem Video. Anfang des Jahres haben wir ja schon ein Video gemacht zu den Funken und den verschiedenen Protokollen, so als Übersicht für euch, damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Falls ihr das verpasst habt, hier oben findet ihr nochmal den Link dazu. Schaut da einfach nochmal rein. Wenn ihr noch gar nicht wisst, was verschiedene Protokolle sind, oder wenn ihr hier das Gefühl habt, ihr kommt nicht richtig mit, guckt euch das Video vielleicht erst nochmal an. Kein halbes Jahr später hat Beta FPV jetzt die Lite 2 rausgehauen und spielt damit, obgleich des niedrigen Preises von $39 oder 35 Euro, gleich in der Königsklasse der Einsteigerradios mit. Das Lite 2 Radio schließt eine ganz wichtige Lücke, aufgrund derer viele von euch bisher immer zu einer FlySky i6 gegriffen haben, und unter 100 Euro gab es von FreeSky oder von der FreeSky bisher keine Alternative. Das wird nun aber deutlich billiger, denn unter 40 Euro ist wirklich schon eine Kampfansage und das macht die Sache so richtig spannend. Dazu gesellen sich hier bei dem Lite 2 ein paar sinnvolle Features wie USB-Ladefunktion, Protokollwechsel von EU auf internationale Firmware und OpenTX-Support. Wir gucken uns die Funke natürlich jetzt genauer an und werden im Anschluss noch direkt Feedback holen von ein paar FPV-Piloten, denen wir die Funke einfach so direkt in die Hand gedrückt haben. Bevor ich mir eine FlySky-Funke hole, würde ich ehrlich gesagt eher auf das Ding hier. Vorher noch ein Hinweis, die Lite 2 wurde uns von Beta FPV zur Verfügung gestellt und ganz herzlichen Dank dafür natürlich. Nichtsdestotrotz werden wir aber auch hier ehrlich und kritisch bewerten, so wie gewohnt. Wenn euch das Video gefällt, so macht euch doch mal in den Kommentaren bemerkbar. Es würde uns wahnsinnig freuen. Wir brauchen immer ein bisschen Feedback einfach und versuchen natürlich auch unsere Videos stets immer zu verbessern. Habt ihr heute zum ersten Mal eingeschaltet und das gefällt euch, was ihr hier seht, dann lasst uns doch ein Abo da. Rechts unten findet ihr den Button, drückt da drauf und vielleicht noch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Push-Nachricht, wenn wir ein Video neu online schalten. Fangen wir mal mit den wenigen negativen Dingen an, die wir an dieser Fernsteuerung gefunden haben. Es ist eigentlich nur eins, sie ist weiß. Klar, ich meine, weiß ist in der CI von Beta FPV mit drin, aber schwarz ist es eben auch. Da ist sowieso für Hobbypiloten gedacht, das hätte ich der Funke aber auch einfach eine blaue Farbe gegeben, wird einfach nicht so schnell dreckig, wird nicht heiß und man erkennt sie eben auch einfach sofort, was ja auch von Vorteil sein kann. Falls jemand eine Idee hat, warum das Ding jetzt lieber im Nicht-Anfassen-Look daherkommt, so möchte er bitte unter das Video posten, wir haben jedenfalls keine. Nun denn, die Beta FPV Lite 2 ist klein, handlich und passt überall gut rein. Eine Tasche oder ähnliches bekommt ihr aber nicht mitgeliefert. Wenn wir mal bei Beta FPV auf die Homepage schauen, so findet sich da leider auch kein passendes Case oder ähnliches. Aber habt ihr vielleicht von irgendeiner anderen bisherigen Shopping-Tour von Banggood oder so ein Hardcase über, so wie ich hier von einem alten Ishin-Copter, dann passt die Funke da perfekt rein und die Gimbals sind auch echt gut geschützt. Mit einer Breite von etwa 16,3 cm ist die Lite zum Beispiel genau 4 cm schmaler als etwa die FreeSky QX7 und damit in etwa so groß wie die X-Lite. Die Größe spielt ja für manche Menschen schon eine wichtige Rolle, wie wir später noch sehen werden. Aber jetzt erstmal zu den restlichen Features. Für die Bedienung einer FPV-Drohne braucht man eigentlich meist nur 3 Kanäle. Hier sind sogar 4 vorhanden. Reicht also komplett hin. Arming Switch, Beeper, Mode Switch und vielleicht noch Acro Angle oder eben der Turtle Mode. Das sind so die gängigsten Belegungen und die finden sich hier, beziehungsweise die finden hier auch alle Platz. Die vorderen Switches sind sogar 3 Wegeschalter. Hier können also mehrere Funktionen ausgelöst werden. Die Belegung der Switches ist übrigens immer notwendig. Habt ihr keinen Arm Switch belegt, könnt ihr euren Copter auch nicht starten. Genauere Infos dazu findet ihr auch in unseren Bauvideos, meistens so am Ende, wenn wir dann den Copter konfigurieren. Link dazu poppt eigentlich hier jetzt nochmal auf. Wir wandern mal weiter nach hinten. Hier befindet sich die Klappe für das Batteriefach. Geht auch easy auf. Hier passen 2 S-Batterien rein, 450er ist das hier. Und ihr könnt euch dann aussuchen, ob ihr die direkt über einen Lader ladet oder einfach über die USB-Funktion. Auch auf der Rückseite befinden sich noch 2 Buttons, die sind wichtig. Einmal der Setup-Knopf, den ihr braucht, um
die Lite zum Beispiel mit OpenTX zu verbinden und der Bind-Button, der natürlich dafür gebraucht wird, wenn der kleine Knochen sich hier mit einem neuen Kopter verheiraten möchte. Drehen wir die Funke noch ein bisschen weiter, kommen noch zwei Anschlüsse zum Vorschein. Das ist zum einen eben der angesprochene USB-Anschluss, Micro-USB, ist ein bisschen blöd, ich hätte lieber einen USB-C-Anschluss gesehen. Zusätzlich ist hier noch ein Audio-Jack und das ist interessant, denn das haben auch nicht alle von diesen Hobby-Grade-Funken, sag ich mal. Das ist für eine Lehrer-Schüler-Funktion zum Beispiel. Wenn ihr das Fliegen lernen wollt und noch ganz jung seid und euer Papa noch ein bisschen mehr Kontrolle haben will, dann könnt ihr hier eine zweite Funke in Reihe schalten und so kann der flugerfahrene Pilot jederzeit dann auch einfach die Steuerung übernehmen. Ziemlich coole Sache, damit kann man wirklich sehr einfach fliegen lernen. Wenn ihr dazu noch Infos haben wollt, ich packe euch noch einen Link dazu unten rein, wie das generell funktioniert. Hier in der Mitte befindet sich schließlich der Power-Button, den ihr je nach Kombination mit den beiden hinteren dann auch für verschiedene Einstellungen nutzen könnt. Also hier macht man das Gerät nicht nur an, sondern man kann zum Beispiel die verschiedenen Protokollversionen hier damit freischalten. Damit sind wir auch eigentlich bei einem der besten Features der Lite 2. Ihr habt hier zwar nur das FreeSky-Protokoll hier drauf und kein Multiprotokoll, also ihr könnt keine anderen Protokolle lesen, kein FlySky, kein Futaba oder sonstiges, aber ihr könnt hier zwischen den Versionen FCC und LBT sowie D8 und D16 umschalten. Alle kleinen Kopter, die aus Fernost zur Zeit so fliegbar sind, haben hier meistens FCC drauf. Wenn ihr dann eine deutsche Funke habt, müsst ihr erst umflashen. Teilweise sehr umständlich. Hier habt ihr diese Sorgen nicht mehr. Wenn ihr dieses Radio habt, könnt ihr auf jeden Fall alles fliegen, was mit FreeSky aus China kommt. Egal, was für eine Firmware es ist. Und ihr könnt alles in Deutschland beziehen, alles kaufen. Das macht dann wirklich keinen Unterschied mehr. Das funktioniert recht simpel. Ihr haltet einfach den Bind-Button gedrückt und drückt dann auf den An-Knopf. Und wenn es dann irgendwann einmal lila leuchtet, so wie hier, dann seht ihr, dass ihr im D16 FCC-Modus seid. Wenn ihr das jetzt wieder ausschaltet, wieder den Bind-Button drückt und wieder auf den An-Knopf drückt, so lange, bis es zweimal gesummt hat, dann seid ihr im nächsten Modus. So ist es ganz einfach, die verschiedenen Versionen durchzuschalten. Am Ende der Drehung unserer kleinen Funke kommen wir natürlich hier bei den Gimbals an. Und die sind wirklich super gelungen, fühlen sich toll an. Der Widerstand hier beim Gashebel ist genau richtig. Es gibt kein Ratschen, sondern so ein sanfter, gleichmäßiger Widerstand. Natürlich liegt hier alles ein wenig dichter zusammen. Für Pinscher könnte es ein bisschen eng werden, gerade mit den Fingern hier oben. Wohingegen Leute mit Gamepad sich hier total wie zu Hause fühlen sollten. Die Spitzen sind hier austauschbar. Ihr könnt da drauf bauen, was ihr möchtet. Also so breite Auflagen oder noch spitzere, um für eure Finger einfach die beste Umgebung zu schaffen. Jetzt wollen wir die Lite aber mal ausführen und ein paar Leuten in die Hände drücken. Wir spielen noch ein bisschen Live- und Direktmaterial vom letzten Wochenende ein, wo wir mit Cockroach FPV und Chris Kraft am Rande des Harzes unterwegs waren. Und den beiden haben wir die natürlich auch in die Hand gedrückt. Beide konnten ein bisschen ausprobieren, freie Wildbahn, einfach mal fliegen. Und das gucken wir uns jetzt an. Und danach werden wir noch ein paar andere Gestalten treffen. Viel Spaß. Hi, ich bin Alex, ich bin Cockroach FPV. Ich komme aus Wernigerode. Ich fliege seit ungefähr 3 Jahren, versuche es jedenfalls. Man schlägt sie so durch, nämlich mit meinem Kollegen Chris. Ich muss sagen, sie ist schön leicht. Also du brauchst keine Halterung, du kannst sie eigentlich problemlos halten. Ist das sonst ein Problem für dich? Also ich habe ehrlich gesagt gar keine Probleme, nur eine Funke in der Hand zu halten. Also ich fliege leider nur mit Daumen, daher ist es ziemlich wichtig. Ich habe sonst keine Haltestütze-Position. Also da für manche Leute ist kein Problem, für mich ist es ein Problem. Ich komme mit dem Finger, ich weiß nicht wohin mit dem Finger, weißt du? Da muss ich quasi zwischen die Schalter machen. Das stört mich schon wieder, weißt du? Weil hier ist so wenig Platz. Das heißt, ich... Ach, egal. So. Also jetzt, es geht schon. Aber mich stört, dass mein Finger zwischen den Schaltern ist. Was ich gut finde, das Gewicht. Ja, die Funke, also es ist schon fast, als ob du gar keine Funke in der Hand hast. Normalerweise sind das immer so eine Riesendinger. Stickwege sind ein bisschen vielleicht ein bisschen zu kurz. Also ich weiß, dass bei der X9 Lite oder so sind ja auch nur so eine kurzen. Aber die sind, die habe ich schon getestet, also die habe ich geflogen schon. Und da fand ich die Gimbalwege weiter. Also da waren sie, die wirken hier sogar noch kleiner irgendwie. Was mich bei Rolls oder so persönlich echt stört. Ja, das mit dem Ja und hier, so auf der Seite, womit ich, da komme ich nicht ganz zurande, weil ich durch den Finger, der so zwischen den Schaltern ist, kann ich nicht richtig zugreifen. Darum habe ich so ein bisschen schlechtes Gefühl da drin. Ansonsten, also so von
dem Gefühl, dass die Manöver gleich rüberkommen und so, ist ja echt gut. Also das merke ich direkt. Also für 40 Euro ist die geil, ehrlich gesagt. Merke ich so, weißt du? Schon einen Monat so hatten ein paar Videos schon, glaube ich, draußen. Ja, aus USA, glaube ich, ne? Habe ich schon drüber nachgedacht. Das ist doch diese für irgendwie so 35 Euro oder so, ne? Ja, 35 ist, glaube ich, Endverkaufspreis, ja. Ich mag, dass das hier so aufgeraut ist, vom ersten Eindruck her. Gut, du fliegst auch sonst die QX7. Ja, genau. Normal habe ich die QX7 und da ist ja diese Rasterung quasi hier auf dem Gimbal, ne? Beim Throttle. Und die hast du nicht. Das ist so das, was mir als erstes auffällt. Und wie ist jetzt? Vom ersten Gefühl her bestätigt sich das, was ich mir schon gedacht habe. Fühlt sich gut an. Ich glaube, vor allem so für kürzere Trips gut geeignet. Ich glaube, wenn ich damit so einen ganzen Tag irgendwie fliegen müsste, würde mir irgendwann die Hände wehtun, weil ich ziemlich große Hände habe. Dass die Rasterung beim Throttle halt nicht drin ist, besonders der Widerstand, weiß nicht, wie das wirklich heißt, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Stört mich eigentlich gar nicht. So, ich würde sagen, Video ist fertig. Behalte ich, ne? Von wegen, ey. Die fliegt wie ein Sack Nüsse, ne? Die Funke ist super, ne? Also das ist ja hier alles, was ich brauche, ne? Geil. Du hast jetzt wirklich alle Funken in letzter Zeit durchgehabt, ne? Du bist erst eine Taranis 9 XD geflogen. Ja. Dann hast du die TWS Tango gehabt. Tango 2, genau. Tango 2. Dann hast du nochmal zurück auf deine 9 XD gewechselt. Ja, jetzt genau. Jetzt hast du den DJI-Funke geholt. Genau, und jetzt fliege ich aktuell gerade die DJI-Funke, die sehr einfach zu bedienen ist und eigentlich auch sehr gut in der Hand liegt, weil sie deutlich kleiner ist als eine X9D. Also ich habe auch zwischen der Taranis X9D 2019 und der DJI-Funke viel hin und her geswitcht. Und für mich persönlich ist die Taranis X9D ist einfach zu groß. Einfach eine sehr große Funke. Man hat das Gefühl, man hat da so einen Kasten in der Hand, der zufällig ein paar Steuerknüppel hat, mit denen man einen Quad steuern kann. Also für mich ist die einfach zu sperrig. Die DJI-Funke ist schon besser, aber generell erachte ich dieses Format hier, was die Beta-FPV und auch die Tango 2 hat, als mehr oder weniger das ideale Format für so eine Funke. Mehr braucht es eigentlich nicht, ne? Da sind Sticks dran, Schalter, die man mehr oder weniger gut drankommt, 4 Stück. Und das ist für mich eigentlich vollkommen in Ordnung. Das liegt auch gut in der Hand hier, das Ding. Es stört nicht, schön leicht, wirklich, dass man für so wenig Geld hier so eine gute und vernünftige Funke kaufen kann, die auch noch am Simulator fliegt, die einem auch noch diese ganzen Schmerzen mit unterschiedlichen Modi nimmt. Also ich bin hellauf begeistert. Mein einziger Kritikpunkt wäre tatsächlich auch die Farbe. Matt-Schwarz ist immer am besten, ganz klar, warum man so eine Funke in Weiß macht. Aber ansonsten hat das Gerät meine volle Empfehlung. Wollt ihr derzeit mit FPV anfangen und entscheidet ihr euch für FreeSky, dann solltet ihr diese Funke nehmen. Sie erleichtert euch das ganze Hin- und Herflashen und das ganze Überlegen und Nachdenken beim Einkaufen um ein Vielfaches. Wir sagen Dankeschön fürs Einschalten und wenn ihr Lust habt, gebt uns doch ein Like für das Video. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, dann macht das gerne unten rechts, da findet ihr den Button und drückt ihr die Glocke, dann bekommt ihr jedes Mal eine Nachricht, wenn wir ein neues Video online schalten. Das war's, wir sind raus, tschüss. Welche findest du jetzt besser? Vielleicht dieser. Dieser? Warum? Weil die nicht gelb ist. Ja, das sind, also auf jeden Fall ist die nicht gelb, ja.